Hallo zusammen, mich ist wieder Chiller und schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und heute werde ich einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um dieses schicke Häschen-Mount hier und das bekommen wir über eine Promotion-Aktion. Wie die letzten Jahre auch schon, gibt es immer am Anfang des Jahres eine Promotion, wo wir ein 6-Monats-Abo laufen haben müssen, um dementsprechend das Mount des jeweiligen Jahres zu kriegen. Und zwar gibt es da ja immer bei dem chinesischen Kalender immer quasi ein Tier und dieses Tier gibt es dementsprechend als Mount. Dieses Mal ist es anscheinend das Jahr des Hasen und dementsprechend gibt es ein Hasen-Mount. Wie könnt ihr das Mount jetzt erhalten? Naja gut, ihr könnt einmal quasi einen 6-Monats-Abo abschließen, dann kriegt ihr das Mount. Oder ihr habt das, wie das bei mir auch schon der Fall ist, ihr habt noch dieses 12-Monats-Abo laufen, wo es ja auch schon mal einige Belohnungen gab. Die habe ich euch ja in einem anderen Video auch schon gezeigt. Und dann habt ihr das auch mit drin. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt kein längerfristiges Abo laufen lassen, will das Mount aber trotzdem haben, dann habt ihr noch eine dritte Option. Und zwar könnt ihr im Shop euch das Ding auch direkt kaufen für 25 Euro. Naja, ich weiß jetzt halt nicht so ganz, ob das empfehlenswert ist, weil wenn ihr eh WoW spielen wollt und ich vermute mal, wenn ihr einen Mount kauft, dann wollt ihr wahrscheinlich WoW spielen und dann kriegt das quasi kostenlos, wenn ihr das Abo länger laufen lasst und dann ist das Abo ja auch günstiger, wenn ihr es langfristig laufen lasst. Wenn ihr nur temporär WoW spielt, dann weiß ich nicht, ob es auch so viel Sinn macht, einen Mount sich zu kaufen, weil dann habt ihr ja auch nicht sonderlich viel dafür. Muss jeder so ein bisschen für sich selbst wissen. Ich finde, es sieht auf jeden Fall relativ schick aus, hat auch ein schickes Mount-Special. Ich würde sagen, das probieren wir jetzt mal aus. Einmal so, ihr seht, das hüpft hier so ein bisschen in der Luft und ich habe auch gesehen, man kann damit tatsächlich auch fliegen, also es ist auch zusätzlich noch ein Flugmount. Ich weiß, es ist im Endeffekt jetzt auch wieder ein Shop-Mount, da sind ja die meisten nicht so angetan, mich eingeschlossen, aber ihr müsst es so sehen, ihr kriegt es halt für dieses 6 bzw. wenn ihr das 12-Monats-Abo noch laufen habt, auch dazu und dann ist es ja im Endeffekt gratis obendrauf, weil ihr das Abo ja eh braucht, um WoW zu spielen. Gut, das war es eigentlich schon, was ich euch zu dem Mount hier zeigen konnte. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns noch eins an und zwar gibt es bei der ganzen Sache nicht nur das Mount für Retail, sondern wenn ihr auch Classic spielt, seht ihr hier immer noch ein Häschen dabei, gibt es auch noch dieses Häschen-Pad hier für Classic Wattle. Da könnt ihr quasi das dann noch einlösen. Ich spiele tatsächlich kein Classic, deswegen ist das für mich uninteressant, aber vielleicht ist der ein oder andere dabei, der hier beides spielt. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Chiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.